erstmal. Ich stehe jetzt hier vor der Zahnarztpraxis von Birgit Fitsch. Hier haben wir einen Künstler, der wohnte früher mal in Grimm, wohnt jetzt in Bergen, stammt aber aus Mailand. Und er hat hier ein paar Bilder ausgestellt, die er selbst gemalt hat, über Grimm und Umgebung. So, dann wollen wir uns hier mal angucken und uns wollen wir das mal von ihm so ein bisschen erklären lassen, was er da so Schönes gemalt hat. Mitunter, man kann sie hier auch käuflich erwerben, die Bilder. So, jetzt stehen wir hier mit dem Dani Rodriguez, was ich ja vorhin schon angekündigt hatte, in der Arztpraxis von Birgit Fitsch. Und er wird uns jetzt ein bisschen was erklären dazu. So, Daniel, jetzt sehe ich ja Grimm. Wie kommst du auf Grimmer Bilder? Eigentlich, weil ich erstmal hier gewohnt habe, dann Grimmen ist eine schöne Stadt, da kann man schöne Motive malen. Und wie gesagt, meine Lieblingstechnik ist das Aquarellmalerei. Manche vielleicht das können schon sehen, das ist Aquarell. Mir gefällt ganz gut und so die stattliche Stimmung von Grimmen zu malen. Zum Beispiel die kleine Straße, die Tor. Hier haben wir auch ein bisschen vom Rathaus. Also Und ganz normale Motive. wo hast du das hier? Wo ist das gemacht? Das ist in Sassnitz. Ach, Sassnitz. Ja, das ist ein kleiner Kutter. Wie heißen die? Fischkutter. Genau. Danke. Und ja, ich will die ganz normale Motive malen, also die ganz normale kann treffen kann auf der Straße oder hier zum Beispiel am Hafen. So was Schönes finde ich. Verkaufen tust du die auch, wie ich das so sehe. Und da sind ja schon einige verkauft. Genau, einige sind Wir gucken schon. mal hier, Obststand, nee, Blumenstand. Genau, das ist zum Beispiel in Bergen. Das ist auch Aquarellmalerei. Und wie gesagt, das ist ein ganz normale Motive, also ganz alltägliche Dani, was sehe Motive. ich hier? Kirche. Sag mal hier was zu. Das ist doch Straße, ne? Genau. Hafen, ja. Das ist Vom Speicher, ne. von Schiff, wie heißt denn den alten Schiff hier? Ach, sag mal, Diese weiße, große die Segelschiff. Gulf Fork. Genau. Die Gulf Fork. Genau, von der Ecke, ja. Die Ränder ausgedacht? Oder waren die da? Die da. Ja? Die anderen, Haben ja. die so lange ausgehalten mit dem Schritt? Nee. Nee. Auch verkauft. Kirche? Ja, so Detail, Naturdetails mag ich auch. Ein paar Blätter und Hintergrund, ja. Eine Kirche. Das ist in Bergen und ein bisschen Natur hier. Ja, ist ja hier oben, Mecklenburg. Maxwelder, ja. Ist ja dafür zuständig. So, Dani, wie ich sehe, haben wir hier wieder Grimmer-Bilder. Genau. Wann hast du die gezeichnet? Eigentlich kurz vor einem Monat vor dem Feier von den 1725er Stadtrecht. Die habe ich vorbereitet, weil ich hatte schon vor, hier mit Frau Fitsch ein paar auszustellen. Und deshalb habe ich mich konzentriert auf Grimmener Bilder, so Motive. Die hast du richtig toll hingekriegt. Dankeschön. Wie man sieht, schon verkauft welche. Ein paar ja, kann ich trotzdem gerne auf Kriege So, nehmen. dann, ich sehe ja wieder Grimm. Aber hier haben wir was anderes jetzt. Ich wollte sagen, das sind Das ältere Bilder, ne? ist ein normalfarbiges Aquarell. Und die drei hier, das sind Aquarell, aber einfarbig sozusagen. So ein bisschen mit Stimmung, alte Stimmung. Also das ist nur wie Sepia, kann man sagen. Und das ist was Besonderes auch. So, das ist so als was Historisches oder was Altes. Keine Auto drauf, kein modernes Technik drauf. Also das konnte sein vor vielen Jahren. Im Platz war auch. Sicher Bürgermeister sein Lieblingsstück hier, der Brunnen. Und das nehme ich mal an, ist die lange Straße, ne? Genau. Wieso sieht das so komisch aus? Eigentlich ist das alles Schatten. Bis hier, das ist die Straße, da hier würde die Sonne. Und das ist alles Schatten, das ist alles Schatten. Aber dieses Stück, das ist ein bisschen heller, weil das ist nicht das gleiche Material. Also das ist vielleicht Beton oder hier, und das ist ein bisschen heller. Ja, toll. Schön. Hier sieht man sogar noch ein bisschen Stadtmauer drauf. Ich sehe da die Kreidefelsen. Genau, das sind digitale Bilder. Das ist jetzt was anderes. Ganz genau. Also das ist
gemalt mit dem Computer sozusagen. Das ist digitale Farbe, alles auf dem Computer gemalt und dann gedrückt. Wenn man sich ein bisschen näher kommt, dann kann man die Details sehen. Das sind keine Pinselstriche, Nummer sondern ausgezeichnet. mit einem Stift, digitaler Stift. So, Ach das ist eine so. digitale Tablet. Ich benutze diese Werkzeuge, weil ich auch Comic mache und Comic. ja, genau. Aber die sind noch nicht veröffentlicht. Also Komm noch. kommen noch, ja, genau. Da warten wir drauf. Sieht so wie ein Foto, aber das ist gedruckt und Sieht gut aus. Wunderbar. Das sieht fast wie echt aus. Da kann man so einfach hängen. Kann man auch kaufen. Genau. So, wie wir sehen, hast du auch für Zahnärztin Birgit Fitsch auch ein paar Bilder gemacht. Die sind ja schon im Rahmen. Die sehen da richtig schick aus. Von wo sind die? Die sind aus Madrid. Technik, Acryl und Aquarell mit Pinsel, Eyebrush und natürlich ist die Verarbeitung länger als die jeweiligen kleinen Bilder. Und das Resultat ist ein bisschen genauer und besser und schöner. Das ist auch viel größer auch. Das wäre praktisch einen schönen dicken Auftrag. Da hast du dich jetzt stundenlang hier oben hingesetzt und hast gewartet, bis da was passiert und hast sie gemalt. Das könnte sein, aber da in Madrid viele Leute da durch die Treppe laufen, kann man nicht einfach da bleiben. Also ich nehme auch Fotos und dokumentiere mich und dann mache ich das alles zusammen auf dem Papier. Was findest du in der Ruhepause mit Dann, jetzt sehen Fotos? wir hier, ja, prima Ballerina. Auch für Birgit gezeichnet. Erzähl mal bitte. Das sind hier zwei besondere Aufträge. Das sind die Ballerinas von Schwanensee. Das sind die Lieblingsballerinas oder Pose von dieses Schwanensee. Diese schöne Operette. Ich helfe dir mal dabei. Also das ist von Frau Birgit Fitsch, das Lieblingsballett Schwansee. Guckt sie sehr gerne. War sie bestimmt persönlich auch schon mal gewesen, irgendwo beim Auftritt, und darüber wollte sie erst ein paar Bilder von dir haben, ne? Und da hast du dir die Arbeit gemacht, hast sie hingesetzt und hast in mühevoller Arbeit Schwansee gezeichnet. Genau, ich war da natürlich nicht da, aber wie gesagt, ich dokumentiere mich gerne und deshalb habe ich das schön gekriegt. Und hier nebenan sehen wir den Grimmer Marktplatz. So fast kann man In sagen, 100 ja. Jahren. Das ist in Madrid auch, das ist ein Plaza de Oriente, das heißt ein orientalisches Platz sozusagen. Und da haben wir ein Gebäude, das ist Theater der Royal. Wo ist der Theater Real? Achso. Sag doch einfach. Ja, genau. Theater Real. Und die Stimmung, das ist kurz vor Abend, also kurz vor Nacht, nach dem Abend so, die Stimmung, die keine Sonne gibt, aber noch nicht Nacht ist. Und dann die fangen die Terrassen an zu. Anzuleben. Genau, Dann geht da Dankeschön. richtig die Party los. Genau. Tagüber machen sie nichts und abends gehen sie Party machen. Ja. Kann man so sagen? Nee, ne, Kann man so sagt man sagen. nicht, Da ne? gibt es auch viele Touristen, nicht Ja. richtige Madrilenier. Ne? Und ich glaube, im Park kann man bestimmt nicht rausgehen, weil es warm ist. Ja, kommt darauf an, ob der Frühling ist oder Sommer. Ja, im Sommer natürlich, ja, aber der Rest des Jahres ist das ganz frisch, manchmal. Ja, Daniel, dann bedanke ich mich erstmal für diesen Rundgang bei dir. Ich auch. Und ich nehme an, wir werden noch viel mehr von dir sehen. Dankeschön, Du das hast wäre gesagt, schön. Comics zeichnest du? Möchte ich sehen. Genau. Ne? Möchte ich sehen. Mal sehen, vielleicht kriege ich eine Geschichte über Krimen oder. Mal sehen. Jetzt habe ich das Thema, das ist noch nicht im Kopf, aber von Krimen vielleicht könnte ein. Man sagt immer, in Grimm soll es nicht stimmen. In Krimen soll stimmen. In Grimmen soll es nicht stimmen. Achso. Das ist hier ein Slogan in Grimm. Schlau. Ein Slogan. Achso, ein Slogan. Ein Slogan. Achso. Man singt ja auch in Grimmen, da soll es nicht stimmen. Wer hat denn das gesagt? Der hat uns gefragt.
Denn unsere Stimmen, Stimmen für Grimmen. Stimmen war gut. Weil eine das Stadt, ist Wochenende. Die viel zu bieten hat. 725 Jahrfeier warst du ja auch da. Ja, genau. Super gefallen. So, dieses war eine Vorstellung von Daniel Rodriguez. Er wurde geboren 1981 in Madrid, Ausbildung und Abschluss in Kunst und Design an der Kunstakademie La Palma in Madrid. Weiterbildung in Comic und Fotografie, Mal- und Kunstreisen durch Europa. Ausstellung in Madrid und in der Eifel. 2010 Erreichen des Finales des ersten Boston International Humor Festivals in Boston. Bostons. Möchten Sie mit Dani Kontakt aufnehmen, dann machen Sie das unter der Adresse www.dani-rodriguez.es.tl. Aber wir schreiben es zum Schluss des Filmes auch nochmal. Dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ihr Frank.